Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die schon laufende Woche. Ich war das Wochenende unterwegs, habe liebe Menschen getroffen, die mir ganz wichtig sind. Und mir ist auch mal sehr, sehr wichtig, weil ich ja sehr viel auch zu Hause arbeite, wo ich nicht immer jeden Tag Leute sehe. Natürlich außer wenn ich sie privat treffe, klar. Ist mir sehr wichtig, immer auch Menschen zu treffen. Und ich bekomme da eben auch immer sehr viel Input, nicht nur von den Leuten, auch über das, was ich beobachte, was ich fühle, was ich spüre, was ich eingegeben bekomme, über die kollektiven Bewegungen gerade. Und es ist für mich auch ganz wichtig, nicht in so einem Elfenbeinturm zu wohnen, in dem ich auch natürlich nicht wohne, aber will hier nicht übertreiben. Aber deshalb ist für mich auch manchmal wichtig, unterwegs zu sein und einfach auch hier im Land aufzusaugen, was ist Thema gerade. Und ja, schauen wir einfach in die jetzt schon laufende Woche. Deshalb kam ich eben jetzt erst heute am Montag dazu, das Engel-Orakel überhaupt zu machen. Und wir haben eine ganz interessante Botschaft bekommen, wieder mal. Bevor ich aber darauf eingehe, bitte schaut auf die Türen, die magischen Türen, die hier schon für euch bereit liegen und die individuellen Botschaften, die dazu gehören. Du kannst jetzt vorab ermitteln, am besten auch über dein Bauchgefühl, über deine Intuition, was ist die richtige Engelbotschaft für dich. Ich zeige dir, welche Türchen ich für dich habe. Ich habe einmal links das magische Türchen in Holz. In der Mitte das grüne Türchen, das sind alle kleine Feentürchen und rechts die lilafarbene magische Tür. Du kannst natürlich auch gerne nach dem Kartendeck entscheiden. Wenn du etwas länger brauchst, um diese Entscheidung zu treffen, dann halte das Video kurz an, fühl wirklich in dich hinein und schau, welche links, Mitte, rechts spricht dich an. Was ist die richtige Botschaft für dich? Ich werde in der Zwischenzeit schon mal anfangen mit dem Hauptreading. Und in der schon laufenden Woche geht es, das war schon klar mit diesen Karten, die kamen, um die Lebensaufgabe, um die Berufung. Ja, viele da draußen sind auf dem Weg in ihre Berufung, fragen sich auch manchmal noch, was ist meine Berufung? Und immer mal wieder, alle paar Wochen, habe ich so das Gefühl, picken die Engel sich bestimmte Lichtarbeiter, Lichthalter, Lichtkrieger da draußen raus, um sie nochmal aus bestimmten Gründen anzusprechen. Und diejenigen, die jetzt angesprochen sind, sind diejenigen, die vielleicht überlegen, ob sie ein Buch schreiben möchten. Also es können Leute sein, die vielleicht Autor werden wollen. Es können auch Leute sein, die Bücher geschrieben haben, aber merken, irgendwie funktioniert es im Moment nicht so gut. Es können Leute sein, die irgendeine Art von Publikation gerade bearbeiten, etwas veröffentlichen wollen. Es können auch Journalisten sein. Ja, wer auch immer sich jetzt hiervon angesprochen fühlt, jede Art von Publikation, digital oder auch Print, auch ein Flyer, an dem du vielleicht gerade schreibst oder über den du nachdenkst, hat damit zu tun. Also es geht darum, dass du etwas veröffentlichen willst. Das kann ein Buch sein, es können aber auch andere Formen der Publikation sein. Es kann auch sogar ein Plakat sein, was du irgendwo aufhängen willst. Alles Publikationen, ja, Dinge, auf die ihr öffentlich hinweist. Darum geht es in der kommenden Woche. Diejenigen, die jetzt darüber nachdenken, das zu tun. Und die Engel wollen euch ermutigen, ich schiebe das mal eben hoch, damit ihr da auch die Oberzeile lesen könnt. Die Engel wollen euch jetzt in dieser Woche ermutigen, das zu tun. Ja, viele da draußen denken vielleicht, ich kann das gar nicht, ich bin nicht gut genug, es kann so ein Selbstwertthema sein, ja, dass ihr denkt, oh, es will doch keiner wissen, was ich zu erzählen habe. Oder wie geht das überhaupt? Oder ich habe einfach Angst, ja. Ich bin unsicher, ich will mich nicht blamieren, ja. Kann ich davon leben? All diese Fragen, die euch möglicherweise da draußen beschäftigen, die Engel wollen euch ermutigen. Fangt an. Fangt mit kleinen Schritten an. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, ja, ist ja so dieser Spruch. Sondern es geht alles nur Schritt für Schritt. Fangt an, ja. Kommt in den Flow. Lasst euch auch vom Flow tragen. Ihr lernt, während ihr Dinge tut. Ja, wir haben das nicht mehr, dass wir irgendwas jahrelang gelernt haben müssen, um zu sagen, hey, jetzt kann ich das, ja, oder eine Ausbildung haben müssen. Sondern es kann auch sein, dass ihr einfach merkt, ich lerne das auch, während ich das tue, werde ich immer besser. Ja, ich lerne dazu. Und die Engel wollen euch auch bitten. Und zwar, das gilt wieder für alle da draußen und vor allen Dingen für die natürlich, die jetzt gerade über irgendeine Art von Publikation, Veröffentlichung nachdenken. Bitte seid kreativ. Ja, bitte schreibt nicht irgendwas ab oder kopiert irgendjemanden, noch so ein MeToo von irgendwas. Bitte seid doch mal ihr selbst, ja. Erfindet doch eigene Dinge. Was ist eure Linie? Ich kenne so viele Menschen da draußen, die gucken, egal ob spirituell oder voll 3D,
die gucken immer nur rechts und links, was machen die anderen, ja? Und dann meinen sie Copy-Paste, das ist es. Es geht darum, unique zu sein. Seid ihr selbst. Sei du selbst, ja? Sei kreativ, entwickle was Neues, was anderes. Tu das, was dir Spaß macht, egal was die anderen denken, ja? Egal, ob es das schon gibt oder nicht. Mach deins. Gib ihm deinen Anstrich. Gib dieser Sache, hier wird sicher auch um Inhalte gehen. Dein Inhalt, deine Wahrheit, ja? Es geht auch um Wahrheiten. Kommunikation, Sprechen, Schreiben hat alles mit dem Kehlchakra zu tun. Und da ist immer auch Wahrheit, die Wahrheit ausdrücken mit drin. Also ich denke, es geht hier nicht, also für manche geht es vielleicht um Bild, ja, um ihre eigene Kunst auch, ob die akzeptiert wird, gemochtet oder nicht. Klarer Fall, darum mag es auch gehen, ja. Aber für manche geht es vielleicht auch um, ich könnte angegriffen werden, weil ich eine Wahrheit ausdrücke, ja, weil ich etwas erzähle, was vielleicht manche nicht hören wollen und nicht glauben, ja. Also es geht hier, seid bitte ihr selbst, zeigt euch von eurer wahrhaftigen Seite in jeder Form, ja. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum die Engel darauf hinweisen, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht nur diese Woche Thema für viele, sondern schon für viele seit Jahren. Es geht um karmische Themen hier nochmal. Es geht darum, dass da einige draußen sind, die karmisch blockiert sind, diese Publikation nach vorne zu bringen, die sich vielleicht Schreibblockaden haben, nicht weiterkommen, ne? Eine Krise haben, Probleme haben. Also auch die, die schon vorher publiziert haben, die merken, es blockt, ich komme nicht weiter. Ja, ich darf nicht verlegen, mein Verleger möchte das nicht, ja. Also die schon vielleicht da professionell unterwegs sind, die mag es ja auch da draußen geben, ja. Aber auch die, die gerade anfangen, merken, ich komme nicht weiter, ja, es kommt immer was dazwischen. Oder ich kriege Angst, ja. Oder ich finde Ausreden, es dann doch nicht zu veröffentlichen, ja. Wenn das so ist, wenn ihr merkt, ihr seid wie blockiert, auch von außen, entweder ihr in euch selbst oder durch irgendwelche Geschehnisse im Außen oder Menschen im Außen, dann ist es eine karmische Blockade, die ihr habt. Da blockiert euch was aus einem früheren Leben, ein karmisches Thema, etwas, was in einem früheren Leben nicht so gut gelaufen ist, blockiert euch noch und ihr wisst es vielleicht nicht und die Engel wollen euch darauf hinweisen, dass da noch etwas ist, was euch blockiert, etwas Wichtiges der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja? Und da müsst ihr hingucken. Das heißt, was heißt das jetzt? Weil ich merke, dass das ganz vielen überhaupt nicht klar ist, was da zu tun ist. Ja? Was zu tun ist, ist, du musst herausfinden, was ist in einem früheren Leben passiert, was dich heute blockiert, diese Publikation, das von dir, deine Kunst, deine Kreativität, dein Produkt oder was auch immer es ist, zu zeigen, zu veröffentlichen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ja? Und du musst wissen, was das war. Und wenn du weißt, was das war, hast du ein anderes Verständnis für deine Situation. Du wirst dich nicht mehr als Opfer fühlen. Du wirst verstehen, was los ist, warum es sich vielleicht in irgendeiner Form wiederholt im Vergleich zum früheren Leben, letzten Leben oder früheren Leben. Und dann kannst du das auch auflösen mit einem Vergebungsritual. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und dann wirst du sehen, nach ein paar Tagen, ein paar Wochen lösen sich die Blockaden und es geht voran. Ja. Das ist ganz wichtig, sonst bleibt ihr stehen und ihr werdet nicht veröffentlichen können. Das kann euch komplett blockieren, ja. Und das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel mich fragt, dann kann ich in die Akasha schauen und sehen, was in einem früheren Leben passiert, was ihr noch auflösen müsst. Ihr könnt lernen, in die Akasha zu schauen mit meinem Online-Akasha-Seminar. Da poste ich unten einen Link, wen das interessiert, für wen das eventuell in Frage kommt, der kann sich das gern anschauen. Das ist möglich, dass ihr lernt, in die Akasha zu schauen. Natürlich für Leute, die vor allem publizieren, sehr interessant, weil ihr auch andere Fragen der Akasha stellen könnt, die mit Wissen zu tun haben, wo ihr an anderes Wissen gelangen könnt. Auch das kann für Leute, die über Themen schreiben, spannend sein. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, eine Rückführung zu machen. Jemand, der Rückführung macht, geht mit euch in dieses frühere Leben und fragt, was blockiert dich noch, hier öffentliche Dinge öffentlich zu machen oder deine Kunst zu zeigen oder wie auch immer. Und dann kann man auch, wenn man Glück hat, dieses Leben sehen. Es ist bei einer Rückführung nie garantiert. Das höhere Selbst führt dich dahin, wohin du gerade sollst. Es kann sein, dass es nicht die Prio hat, das zu sehen, diese Ursache. Das ist bei der Akasha nicht so. Die Akasha beantwortet immer die Frage. Das heißt, du wirst immer die Ursache sehen, sofern sie mit dem früheren Leben zu tun hat und dort aufgezeichnet ist. Ja? Das ist aber meistens bei Karma nochmal der Fall oder 100%. Bei der Rückführung ist das nicht immer gewährleistet. Deshalb, und es ist sehr aufwendig, kostet viel Zeit, kostet ein gewisses Geld, muss man sich überlegen, aber es ist eine super Art, es auch zu finden, ja. Und die Engel sagen auch,
dass es für einige auch darum geht, hier Inspiration von oben zu bekommen. Also es geht auch darum, dass irgendwo, ich nehme das mal zusammen, ja, die kamen auch zusammen, die Karten. Ihr seid auch blockiert, wirklich dieses Hellwissen zu bekommen. Ja, Kronenchakra ist das Chakra, wodurch das Hellwissen, der Hellsinn, Hellwissen zu euch kommt. Wenn jemand Hellwissen hat, ich habe das ganz stark, fast mein stärkster Kanal, den ich habe, stärkster medialer Sinn, da kannst du Inhalte minutenlang Inhalte aufschreiben. Es kommt einfach so rein, das Wissen. Ja, und da seid ihr blockiert. Euch fehlt Wissen, euch fehlt Inspiration. Na, ich kann auch mal vorlesen, was hier steht. Achte auf deine Ideen, da sie Botschaften wahrer göttlicher Führung sind, geschickt als Antwort auf deine Gebete, sagt die Karte. Im weiterführenden Sinne kann es sein, dass ihr euch nicht inspiriert fühlt, dass einfach keine Ideen kommen. Manche haben vielleicht mal gechannelt, merkt, es klappt nicht mehr, es kommt nichts. Ich bin wie zu, dann ist euer Kronenchakra auch zu durch etwas, was hier passiert ist in einem früheren Leben. Ja, das kann ein Unglück sein, das kann eine Verurteilung sein in der Öffentlichkeit, sodass ihr Angst habt, in der Öffentlichkeit euch zu zeigen. Also, ich habe da einige Erfahrungen auch mit diesen Themen, was tatsächlich im früheren Leben passiert ist. Aber ich frage natürlich immer die Akasha, weil die es im Endeffekt weiß. Aber da gibt es ganz viele Gründe aus früheren Leben, warum es irgendwie nicht läuft, kreativ bei euch. Ja, also bitte da hinschauen oder euch Hilfe holen. Die Engel sagen, die Situation wird sich dadurch bessern, dass ihr das Karma auflöst, dass euer Kronenchakra zurechtgerückt wird, quasi, ja, dass das geheilt wird und ihr wieder diese Infos bekommen könnt, die ihr braucht, um jetzt weiterzuschreiten auf eurem Weg, angebunden auch zu sein. Das Kronenchakra bindet euch an das Göttliche. Ist für jeden, der Berufung leben will, wichtig. Und danach sagen die Engel, wenn die Situation sich verbessert, liegt es eigentlich nur noch an dir. Also dann ist es deine freie Entscheidung. Publizierst du jetzt, was schreibst du jetzt, ja oder nein? Im Moment liegt es nicht an dir, das wollen sie auch sagen. Ja, es ist nicht, dass du nicht fähig bist, nicht in der Lage, das alles fertigzustellen, zu veröffentlichen, sondern es liegt am Karma. Ja, und erst wenn das erledigt ist, wirst du merken, es wird fließen, es wird funktionieren. Und wenn du dann aus irgendeinem Grund nicht willst, dann ist es einfach nur deins, ja, dass du es dann doch nicht willst. Und sie sagen, in naher Zukunft wird sich zeigen, dass es an dir liegt und nicht mehr an Blockierungen. Du wirst dann sehen, es wird leichter und das wird relativ schnell kommen. Also das Maximum ist vielleicht so im Schnitt 4 Wochen kann es dauern nach Karma-Auflösung, bis Dinge ins Rollen kommen. So der Schnitt, ja. Also dann wird es in Bewegung kommen. Man muss halt hingucken, das ist das Ding, okay? Also ganz, ganz wichtige Nachricht hier für die euch da draußen. Und bitte, bitte schaut nach, übergeht das nicht, weil ihr werdet sonst nicht darauf kommen. Ihr müsst das Karma auflösen, okay? Gut, dann haben wir hier die individuellen Botschaften, die sind auch nochmal ganz, ganz spannend und sehr auf der Tat sehr individuell. Wir haben einmal die Holztür. Diejenigen, die Holztür gewählt haben, da sagen die Engel, bitte, bitte werdet aktiv. Bitte hört auf, euch abzulenken oder Wichtigeres vorzuschieben, 5-mal am Tag zum Mülleimer zu gehen, weil ihr denkt, das ist wichtiger als schreiben oder malen oder wie auch immer, kreativ sein. Bitte werdet zielstrebig. Ja, ihr habt immer das Gefühl, ah, ich warte noch, vielleicht kommt noch ein besserer Zeitpunkt. Ich frage nochmal die Astrologen, ob es einen besseren Zeitpunkt gibt. Immer nochmal warten und aufschieben. Und die Engel sagen, nein, bitte nicht warten, bitte nichts aufschieben, aktiv werden, legt los, ja. Ganz, ganz wichtig. Also, ihr habt es nochmal. Aktiv werden. Warten? Nein. Ja. Aufhören zu warten, aufhören. Das kann auch Prokrastinieren sein, immer aufschieben, Aufschieberitis. Bitte, bitte legt los, sobald eben hier auch die Bahn frei ist. Dann haben wir hier die grüne Tür. Diejenigen, die grüne Tür gewählt haben, für euch, und das hat mich jetzt auch ganz ehrlich angetriggert, diese Botschaft. Für euch ist ganz wichtig, es geht um Körperarbeit. Zu deiner Lebensaufgabe gehört Körperarbeit, wie zum Beispiel Massagetherapie, Energieheilung, Physiotherapie oder Sport. Also es geht vielleicht darum, etwas zu veröffentlichen in diesem Bereich mit diesen Thematiken, was wichtig sein könnte. Ja, und es geht darum, vielleicht ein Buch zu schreiben, etwas zu verschriftlichen, in schriftliche Form zu fassen, auszudrücken. Und die Engel sagen, habt keine Sorge, ihr werdet unterstützt, eure Lebensaufgabe versorgt euch. Vielleicht sind da Zweifel, ob ihr damit auch Geld verdienen könnt, weil natürlich muss die Zeit, die ihr in ein solches Werk investiert, auch bezahlt werden. Ich sehe das selber bei mir. Es gibt nämlich bei mir ein Thema, was ich gerne aufschreiben würde für euch da draußen, was ich euch gerne
ich bin noch nicht dazu gekommen, es aufzuschreiben, aber gerne machen würde. Und der Punkt ist, dass das natürlich Zeit kostet. Ne? Du musst natürlich da eine Zeit sitzen am Rechner, um das alles zu schreiben. Und die habe ich gar nicht mehr, weil ich jeden Tag Beratung mache, auch das Geld auch brauche, um zu leben. Und deshalb nicht sagen kann, ich mache mal 5 Tage jetzt nur schreiben, ja, weil dann verdiene ich kein Geld. Das ist halt so, ja. Und das heißt, mich würde natürlich interessieren, wenn ihr interessiert seid an einem, es muss kein Buch sein, irgendwie ein Schriftwerk, was ihr erwerben könnt zum Thema Energieheilung, wo ich ein bisschen was erzähle, wie das funktioniert, wie ihr euch das vorstellen müsst, was ein Energiefeld alles tut, wie da Dinge gefunden werden können, sich zeigen. Wenn euch das so grob, mehr will ich ehrlich gesagt nicht erzählen, weil das wird dann halt natürlich in Details kommen, in dem Schriftstück, in der Publikation. Vielleicht habt ihr Lust, der eine oder andere mir zu schreiben, zu sagen, ja, habe ich Bock drauf, mach das doch. Ich kann auch gerne eine Umfrage bei Facebook starten dafür, weil das würde mich auch ermutigen. Ich möchte natürlich auch nichts machen, wo dann andere sagen, ja, mir doch egal, ne? Nicht mein Thema. Und dann lohnt sich meine Zeit noch weniger, die dort zu investieren. Und ja, und vielleicht habt ihr auch Interesse zu schreiben, in welcher Form euch das am liebsten wäre, weil vielleicht sagen manche, ich möchte es echt gern mal einfach lesen. Ja, oder manche sagen, nein, mach bitte Videos, ja, oder wie auch immer, oder eine Slideshow, ja, eine Präsentation oder so, ja, wie wollt ihr das haben? Ja, also darum geht es bei mir und bei ganz vielen, wie ich sehe, da draußen auch. Es geht darum, am Ende des Tages hier nochmal die Botschaft, dass ihr Vertrauen haben sollt, dass das, was ihr vorhabt, auch das Geld bringt für die Zeit, die ihr investiert, das Wissen, was ihr herausgebt, die Wahrheiten. Ihr werdet unterstützt, heißt auch, die Engelwelt unterstützt euch natürlich. Es ist nicht nur das Geld. Ihr werdet unterstützt. Schauen wir nochmal aufs Kronenchakra. Ihr bekommt die Sachen eingegeben, die relevant sind, die wichtig sind für Menschen da draußen. Jetzt egal, woran ihr arbeitet, aber es kann für viele eben auch mit Energiearbeit, Sport, Körper irgendwie zu tun haben. Ja? Dann haben wir hier die wunderbare lilafarbene Tür. Diejenigen, die die lilafarbene Tür gewählt haben, scheinen mir diejenigen zu sein. Also hier habe ich das Gefühl, diejenigen blockiert so ein bisschen die Angst. Ah, wie soll ich das machen? Kriege ich da Geld für? Kann ich davon leben? Oder wird meine Arbeit bezahlt in irgendeiner Form? Ja, diejenigen hier, die trauen sich nicht aktiv zu werden, die schieben immer auf. Und hier diejenigen, die diese Tür gewählt haben, haben ein anderes Problem. Ein gravierenderes auch, muss ich sagen. Denn hier kommt Erzengel Raphael, der Erzengel der Heilung. Und das zeigt mir, dass ihr Heilung braucht, dass da etwas nicht ganz in Ordnung ist, dass ihr also so blockiert seid, zum Beispiel eben durch Schnüre, die euch noch mit Situationen und mit Personen auch verbinden im heutigen Leben, die ihr aber auch aus früheren Leben kennt und wo ihr noch verbunden seid über Schnüre, die euch Energie abziehen. Also wo Ängste sind, ganz klar, denn hier haben wir die nächste Karte, Staubsauger deine Ängste weg. Also ihr seid diejenigen, die richtig Panik haben und nicht wissen, warum. Und das ist das Schlimme. Ihr habt richtig Angst, irgendwas zu veröffentlichen. Ihr habt Angst, kritisiert zu werden. Ihr habt Angst, davon nicht leben zu können. Ihr habt einfach eine komplette Blockade, es öffentlich zu machen und wisst nicht, warum. Und das sind Schnüre der Angst, die euch noch verbinden mit Situationen und mit Personen aus früheren Leben, wo es euch nicht gut ergangen ist bei Dingen, die ihr veröffentlicht habt. Ja, vielleicht habt ihr schon mal Wahrheiten ausgeplaudert oder eure Kunst gezeigt und seid verachtet worden, seid gejagt worden, seid gehetzt worden, seid getötet worden, vielleicht sogar. Also es können ganz, also es scheinen mir hier eher etwas schwerwiegendere Folgen in früheren Leben gewesen zu sein, die euch blockieren. Und diese Ängste, die da sind, diese Panik, diese Unsicherheit auch, die führt dazu, dass ihr sehr negativ auch über eure Situation sprecht. Damit macht ihr sie noch schlimmer. Ja, ihr sagt, ich kann das ja sowieso nicht. Ach, es ist gar nicht gut geworden. Ich kann das wegschmeißen. Wer will das denn schon? Was auch immer ihr da Negatives sprecht über euch und euer Werk, ihr macht selber kaputt. Aber das ist ein Teufelskreis, der hat seine Ursache in den früheren Leben, ihr Lieben, in der Verbindung, der angstvollen Schnurverbindung mit diesen früheren Leben. Auch das kann man behandeln, überhaupt kein Problem, indem man eben das karmische Thema erstmal auflöst und dann noch schaut, ist irgendwo in eurem Energiefeld noch eine Verbindung, die euch wirklich blockiert, lahmlegt, sodass ihr einfach nicht weiterkommt, obwohl ihr voller Wissen seid, obwohl ihr voller Kreativität seid und ganz viele auch sagen, wow, das ist so genial, mach das öffentlich, bitte zeig das anderen, ja, mach eine Ausstellung oder was auch immer. Und du tust es einfach nicht, ja, weil du, ja, die Tür ist nicht auf hier, die magische Tür, sondern die ist magischerweise zu.
Und wer da gerade nicht weiter weiß, kann sich gern an mich wenden, dass wir gucken können, was ist da los, damit du das auflösen kannst und in deinen Flow kommst, in deine Kreativität, in deine Wahrheit, in deine Berufung. Und das ist nämlich das Hauptding, warum viele nicht in die Berufung gehen. Blockaden, Blockaden, Blockaden. Frühere Leben, frühere Leben, frühere Leben. Und wenn das nicht gelöst ist, lauft ihr nur im Kreis und kommt keinen Meter weiter. Und das sind ganz, ganz viele da draußen, das weiß ich, die da hängen. Und wenn ich helfen kann, gerne, mit meiner Erfahrung seit 6 Jahren. Und wenn Fragen sind, auch gerne, könnt ihr auch gerne mir stellen. Das ist gar kein Problem, weil ich weiß, es ist manchmal auch nicht immer alles klar und manchmal fehlt der Hintergrund. Aber wir gucken gerne, auch meine Assistentin und ich, wie wir euch helfen können, wie wir Antworten von den Engeln auch bekommen über die Karten, was los ist. Und es ist sehr exakt, sehr genau, was wir da bekommen und sehr lösungsorientiert. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderbare, kreative Woche. Traut euch auch hier, werdet aktiv, traut euch nach vorne zu gehen, eure Sachen zu machen. Wenn ihr euch sehr blockiert fühlt, schaut in eure früheren Leben, lasst euch die Infos geben. Auch über das Akasha-Seminar könnt ihr das erlernen. Es gibt mittlerweile, ich glaube, 6 Produktbewertung für das Akasha-Seminar, wo ihr sehen könnt, wie andere das empfunden haben, ob das für die hilfreich war. Und vielleicht könnt ihr da auch nochmal lesen und sehen, dass es ganz gut erlernbar ist über diese Weise. Und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute natürlich für eure Woche. Schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen wie immer und sage bis bald.